WDR Zeitzeichen. Stichtag heute, 21. Oktober 1832. Der Geburtstag von Gustav Langenscheidt. Verzeihen Sie bitte, ich habe hier ein Wörterbuch Deutsch-Ungarisch. No, komm, pro libus. Nein, ich meine bitte, ich habe hier ein Wörterbuch Deutsch-Ungarisch und ich möchte gern ein... No, komm, pro libus. Wer Sprachen kann, ist klar im Vorteil. So ein Pech. Sagen Sie, kennen Sie nicht einen Sprachlehrer, bei dem ich Portugiesisch lernen könnte? Ja, bei mir. Bei Ihnen? Mhm. Ich bin Studentin und gebe deutsche Sprachunterricht. Von einer Muttersprachlerin eine Sprache zu lernen, ist sicher sehr effektiv. Gustav Langenscheidt aber hatte noch eine andere Idee. Er wollte es Menschen ermöglichen, sich eine Fremdsprache ganz allein im Selbststudium zu erarbeiten. Gustav Langenscheidt, der später den gleichnamigen Verlag gründet, wird am 21. Oktober 1832, heute vor 190 Jahren, in Berlin geboren. Er macht zunächst eine Kaufmannslehre und beschließt mit 17 für ein ganzes Jahr auf Bildungsreise durch Europa zu gehen. Zu Fuß und mit der Kutsche bereist er Italien, England und Frankreich. Situation 7. Écoutez le dialogue. Qu'est-ce que vous faites pendant votre temps libre? Gustav Langenscheidt genießt seine Reise, bewundert die Bauwerke und Kunstschätze Englands, Italiens und Frankreichs. Doch es ärgert ihn, dass er mit den Menschen nicht ins Gespräch kommt, immer außen vor bleibt, dass Einheimische für ihn übersetzen müssen und er sich meist nur durch Gebärden verständlich machen kann. Er beherrscht keine einzige Fremdsprache. Im 19. Jahrhundert werden Englisch und Französisch nur auf Gymnasien gelehrt. Quel malheur! Ich hab mich irgendwie verlaufen, hab keinen Plan, wohin ich geh. Steh mit meinem kleinen Koffer hier auf der Champs-Élysées. Auf einmal sprichst du mich an. Salut, qu'est-ce que vous cherchez? Ich sag pardon, es tut mir leid, ich kann dich leider nicht verstehen. Je ne parle pas français, aber bitte red weiter. Alles, was du so erzählst, hört sich irgendwie nice an. Gustav Langenscheidt geht es ähnlich wie der Sängerin Namika, die nur Bano versteht, mitten in Paris. Und er beschreibt das so. Es ist ein wahrhaft peinliches Gefühl, unter Menschen nicht Mensch sein und seine Gedanken austauschen zu können. Das will er ändern. Ihm kommt die Idee, einen Sprachlernkurs zu konzipieren, den Menschen im Eigenstudium absolvieren können. Zurück in Berlin nimmt er Kontakt zu dem Franzosen und Sprachlehrer Charles Toussaint auf. Maria Ebert, die eine Unternehmensbiografie über den Verlag Langenscheidt geschrieben hat. Der Toussaint hat eben den Französisch-Part eingebracht. Ohne den wäre das mit Sicherheit nicht möglich gewesen. Das war ein Muttersprachler, der wurde in Nancy geboren. Quelle chance! Die beiden machen sich an die Arbeit. Français, Française. Excusez-moi, à bientôt. Au revoir. Wieder und wieder bittet Gustav Langenscheidt Toussaint, die einzelnen Phoneme eines Wortes ganz langsam und überdeutlich auszusprechen. Dabei macht er sich Notizen. Voyage, plage, bâton, la mer. Wer eine Sprache für sich im stillen Kämmerlein lernt, braucht eine zuverlässige Quelle für die perfekte Aussprache der neuen Vokabeln. Aus diesem Grund entwickelt Gustav Langenscheidt eine phonetische Lautschrift. Ein solches Alphabet beschreibt die einzelnen Laute eines Wortes und gibt ihnen eigene Zeichen, aus denen man ablesen kann, ob zum Beispiel ein Vokal geschlossen, fast geschlossen oder halb geschlossen ausgesprochen wird. Ob das Wortende bei Jardin nasaliert wird oder das S ein weiches oder ein scharfes ist. Citron, Sorbet. Der Gustav Langenscheidt war sehr musikalisch, hat auch selber später nebenbei komponiert und er hat die Notenschrift als Basis genommen für seine Lautschrift. Die von ihm entwickelte Lautschrift ist in Deutschland bis zum Zweiten Weltkrieg gültig. Dann wird sie vom internationalen phonetischen Alphabet abgelöst. Ich möchte, dass in meinem Selbstlernkurs das Sprechen im Vordergrund steht und nicht das stumpfe Pauken von Grammatik. Eine Sprache ist schließlich etwas Lebendiges. Ich werde außerdem die einzelnen Unterrichtseinheiten als lose Blätter herausgeben, die meine Abonnenten durcharbeiten können, bis sie das nächste Blatt zugeschickt bekommen. So könnte Langenscheidt gedacht haben. Die Methode Toussaint-Langenscheidt ist geboren.
Als Gustav Langenscheidt diese lose Blattsammlung jedoch verlegen will, stößt er überall nur auf Ablehnung. Quelle merde! Der 23-Jährige lässt sich nicht beirren und gründet 1856 kurzerhand selber einen Verlag. Mit großem Erfolg. Seine Sprachlernbriefe für Französisch finden reißenden Absatz. C'est incroyable. Langenscheidt trifft mit seinen Ideen den Zeitgeist. Das 19. Jahrhundert ist ein Jahrhundert des Reisens. Alle Welt ist auf den Beinen. Das Interesse an fremden Kulturen wächst. Und die kann man nur verstehen, wenn man der Sprache eines Landes mächtig ist. Die technischen Erfindungen machen das Reisen außerdem mit einem Schlag viel komfortabler. Die langsamen, oft gefährlichen Postkutschen werden von Eisenbahn- und Dampfschiffen abgelöst. Sagen Sie dem Maschinisten, er soll Volldampf geben. Volldampf, Sir? Ja, Volldampf, so viel die Maschine hergibt. Die Reisezeiten verkürzen sich und die Welt wird immer kleiner. Man kann heutzutage den Globus schon in 3 Monaten umkreisen. In noch kürzerer Zeit, wenn es sein muss, in 80 Tagen. Was denn? Sie meinen, dass man in 80 Tagen um die Erde reisen könnte? Genau das meine ich. Aber das ist doch Unsinn. Oh nein, Fogg könnte durchaus recht haben. Vor 14 Tagen wurde die vorderindische Eisenbahnlinie eröffnet. Das verkürzt die Reise erheblich. Es stand im Daily Telegraph. Der französische Schriftsteller Jules Verne beschreibt 1873 in seinem Roman »In 80 Tagen um die Welt« diese neuen, schnelleren Möglichkeiten des Reisens. Hallo, Monsieur. Per Zug nach Marseille, Dampfer nach Bombay via Suez, quer durch Indien mit dem Zug und dann wieder per Dampfer nach Hongkong. Die Vereinigten Staaten bauen ihre transkontinentale Eisenbahn Pacific Railroad. Auch die Inder verlegen tausende Kilometer Schienen durch ihr großes Land. In Ägypten ermöglicht der Suezkanal eine Durchfahrt vom Mittelmeer ins Rote Meer. Und in den Alpen schafft ein Tunnel die Verbindung von Frankreich nach Italien. Fahren Sie zu Thomas Cook. Thomas Cook. Cook. Der Brite Thomas Cook bietet als erster Pauschalreisen an und erfindet damit den Massentourismus. Cook will mit diesen Billigangeboten auch den unteren Schichten mit schmaler Geldbörse ermöglichen, etwas von der Welt zu sehen. Blasmusik, belegte Brote und Tee sind im Preis inbegriffen, wenn es etwa in die schottischen Highlands geht, um dort die Landschaften zu bewundern, die Walter Scott in seinen Romanen beschreibt. Sehr gefragt sind im 19. Jahrhundert auch Reisen zu Orten des biblischen Geschehens. Sie sorgen jetzt für die Fahrkarten, ich bin gleich wieder zurück. Ihr Wurzel? 1832 erscheint der erste Reiseführer des Verlegers Karl Baedeker, die Rheinreise. Bald führt er Touristen auch über die Grenzen Deutschlands hinaus, durch Länder aller Kontinente. Und ein Reiseführer zwischen 2 Buchdeckeln ist schließlich billiger als ein Fremdenführer aus Fleisch und Blut. Schnellzug nach London. Bitte einsteigen und die Türen schließen. Gustav Langenscheidt versorgt die Weltenbummler mit den passenden Vokabeln und Redewendungen. Erst auf Französisch, dann konzipiert er mit den beiden Sprachwissenschaftlern Karl van Dalen und Henry Lloyd englische Unterrichtsbriefe. What a great idea! Gustav Langenscheidt, der als Vater des Fernunterrichts gilt, arbeitet unermüdlich an neuen Ideen. Das war ein extrem disziplinierter Mensch. Der ist jeden Morgen um 2 Uhr aufgestanden, arbeitete dann bis 9 Uhr und dann wieder von 14 bis 21 Uhr. Dadurch ergab sich so ein Turnus von jeweils 7 Stunden Arbeit und 5 Stunden Schlaf bzw. Musezeit. Der Berliner will ein Wörterbuch Französisch-Deutsch, Deutsch-Französisch herausgeben. Saxe-Vilatte wird dieses enzyklopädische Werk später heißen, benannt nach den beiden Autoren, die das Wörterbuch erarbeiten. Langenscheidt geht anfangs davon aus, dass es bereits nach 2 Jahren fertig ist. Doch er wird eines Besseren belehrt. Ganze 11 Jahre sind nötig, bis das Dictionnaire vollständig vorliegt. Wenn jeder Autor von vornherein wüsste, welche Herkulesarbeit er unternimmt, will er ernstlich einen Fortschritt erzielen und nicht einfach der Aus- und Abschreiber des Vorhandenen sein? In der Regel werden solche Werke wohl nur vollendet, weil sie angefangen worden sind. Doch als die ersten Hürden dieses Projektes genommen sind, schöpft Langenscheidt bereits wieder Kraft und gibt das englische Pendant in Auftrag, das als Murray Sanders Wörterbuch von sich reden macht, auch wieder benannt nach den beiden Autoren.
Der weitsichtige Berliner Verleger will sich außerdem von Druckereien unabhängig machen und schafft eine Schnellpresse an, die bis ins 20. Jahrhundert ihren Dienst tut. So kann er in gleichbleibend guter Qualität drucken. Langenscheid lässt sich von einem renommierten Architekten ein Druckereigebäude bauen, das damals als eines der schönsten Deutschlands gilt. Einen Neorenaissancebau mit gelben Klinkersteinen, Portikus, großen Fenstern und einem verglasten Lichtschacht in der Mitte des Gebäudes. Unbelievable. Seine Druckpressen lässt er mit Dampfmaschinen und Gasmotoren antreiben. Kurzum, Langenscheid schafft einen Vorzeigebau, ausgestattet mit modernster Technik. La guerre, der Krieg. La bataille, die Schlacht. La libération, die Befreiung. La paix, der Frieden. Von 1870 bis 1871 führen Frankreich und Preußen Krieg gegeneinander. Der geschäftstüchtige Verleger reagiert sofort darauf, lässt seine Redaktion Tag und Nacht unter Hochdruck arbeiten und gibt in Rekordzeit ein handliches deutsch-französisches Tornister-Wörterbuch für Deutschlands Krieger heraus. Ein regelrechter Werbekuh, denn nun wissen ganze Armeen, wer Langenscheid ist. Und die Wörterbücher schaffen es bis in die Schützengräben. Langenscheid beobachtet, dass viele seiner Landsleute Probleme mit der eigenen Sprache haben. Um Abhilfe zu schaffen, bringt er die deutschen Sprachbriefe heraus. Außerdem erscheinen in seinem Sortiment die sogenannten Notwörterbücher für Reise, Lektüre und Konversation auf Englisch und Französisch. Dazu Land und Leute in England, ein Handwörterbuch für Auslandskunde. Einen solchen Reiseführer hatte es bislang noch nicht gegeben. Entschuldigen Sie, Herr Oberst, wenn ich störe, aber man hat mir gesagt, dass ich Sie hier antreffe. Ja, bitte, was ist denn? Sie müssen sofort kommen, wir reisen ab. Schon wieder? Ja, wohin denn? Nach Griechenland. Nach Griechenland. Kaum konnte ich Ungarisch, fuhren wir nach Madeira. Jetzt kann ich Portugiesisch, jetzt soll ich wieder Griechisch lernen. Ich bin überzeugt, Sie werden in Athen eine ebenso hübsche Lehrerin finden wie hier und in Ungarn. Glauben Sie? Sicher. Und jetzt beeilen Sie sich und nehmen Sie Abschied. Im November 1895 stirbt Gustav Langenscheid mit nur 63 Jahren in Berlin. Seine Nachfolger erweitern das Verlagssortiment Anfang des 20. Jahrhunderts um die noch fehlenden Sprachen Europas. Bis 2010 ist das Unternehmen in Familienhand. 2019 wird es von der Klett-Gruppe übernommen. Sprachen eröffnen uns die Welt. Gustav Langenscheid hat das gewusst. Also, auf zum nächsten Bahnhof. De que linha sai o comboio? Da linha 5. Aqui tem os bilhetes, compartimento 520. Boa viagem. Obrigada. Das war das Zeitzeichen von Andrea Klasen über den Buchhändler Gustav Langenscheid.